Guten Morgen. Ist wieder soweit. Wir sind jetzt aufgestanden. Jetzt gibt's Frühstück. Mal sehen, was mein Geburtstagsmann so sich wünscht. Eier, Schinken, Tee. Aha, okay. Also volles Programm. Das volle Programm möchte ich bitte haben. Ja, sehr gut. Dann werden wir ihm das mal erfüllen, wa? Wir haben lecker gefrühstückt. Ja. Ich fühle mich kein bisschen älter eigentlich. Naja. Und ich glaube, wenn ich auf die Uhr gucke, bin ja ich auch noch nicht geboren. Ne? Muss ich dazu sagen. Das dauert ungefähr noch eine Stunde. Dann wurde ich rausgequetscht. Aha. Ich weiß nicht. Ich war zwar dabei, aber ich kann mich nicht daran erinnern. Naja. Ja, lecker Frühstück hast du wieder gemacht. Dankeschön. Bitteschön, gerne. Ich habe auch noch so ein lecker Immunzeug getrunken. Weil ihr habt das vielleicht schon mitbekommen, das ist ein bisschen schwierig dieses Jahr mit mir, warum auch immer. Mich hat es irgendwie, die Grippe meinte, ach, den will ich haben, den nehme ich mir, weil letztes Jahr konnte gleich ich mich, zweimal dann, ne? Letztes Jahr habe ich gar nichts gehabt, dies gleich zweimal. Reicht auch aus, jetzt will ich nicht mehr haben. Ja, wir stehen hier an unserem Lieblingsort und zwar Grünendeich, altes Land. Und da wird Stefan jetzt mal eine Biegung machen, eine Drehung. Genau, zeige ich euch mal. Dort ist die Fähre. Da steht der Bulli. Ein Leuchtturm haben wir hier. Und dann sind wir wieder zurück. Ein Geburtstagskind. Genau. So. Ja, mit denen geht es jetzt auf Tour. Es ist zwar ein bisschen anders wie geplant. Genau, wenn ihr nämlich das Video Anfang April geguckt habt, da sind ja unsere Reiseziele. Da hatte ich etwas im Kopf, was ich mir gewünscht habe. Was leider so nicht stattfinden wird, können, zu sollen. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Plusquamperfekt Futur 3 man das sagen wird. Es ist auf jeden Fall noch nicht auf, sagen wir es mal so. Genau. Genau. 3 Tage sind wir zu früh hier. Ja, leider. Ja, stört uns nicht, wir suchen jetzt was anderes. Dann wird es auch eine Überraschung, was ich bekomme, weil ich weiß es ja selber jetzt im Endeffekt nicht. Wir schauen mal, irgendwas Schönes werden wir finden. Und du auch noch nicht? Nein, ich auch noch nicht. Ja, und jetzt fahren wir nach Finkenwerder. Weil wir mit den Fähren rüberfahren zu den Landungsbrücken. Landungsbrücken, genau. Und dann melden wir uns im Laufe dieses Tages immer mal wieder genau. Mit neuen Clips. Bis dahin. Wir sind angekommen in Finkenwerder, ja Finkenwerder, Steinwerder, da sind die Kreuzfahrtschiffe und wir wollen jetzt zum Fähranleger. Ich kaufe eben noch schnell die Karte. Ja, über die App, die haben wir euch ja vorgestellt, also in dem Video App-Vorstellung, da haben wir euch die vorgestellt, könnt ihr ja gerne mal schauen. Wenn ich gut bin, verlinke ich das jetzt auch gerade, aber das weiß ich nicht, ob ich es mache. Ja. So, ich glaube, wir haben auch ein bisschen Glück. Oh, guck mal da oben. Ein Flugzeug. Nee, so ganz viel Glück haben wir leider nicht. Um 10 Uhr geht die Fähre. Und jetzt ist es? Jetzt ist es 1:01, das schaffen wir nicht. Ja, ich meine mal, dann haben wir jetzt aber Glück. Die nächste Fähre, die kommt ja dann oben. In einer Viertelstunde. Die kommt um Viertel nach. So. Was ein bisschen traurig ist, es fängt jetzt gerade ein bisschen an zu nieseln. Wir haben eine Regenwahrscheinlichkeit von knapp 30-50%. Also haben wir immer 50-50, ob es dann regnet oder nicht. Es kann immer regnen, wenn wir auf den Fähren sind oder in den Bahnen sind und wenn wir da unterwegs sind draußen, dann hört es auf zu regnen, dann finde ich die 50% gerechtfertigt.
Motor nicht mehr fest verankert, bewegt sich also nicht mehr vorne am Bug. Der U434 könnt ihr sehen, die zugeschweißten Torpedo. Auch hier kann man an Bord gehen, kann sich das alles anschauen. Aber das ist kein Spaß für Leute über 1,70 Meter. Das ist alles wirklich eng da drin. Das stößt durch ständig den Kopf. Sollte es ein bisschen wackeln, wir haben nicht getrunken. Nein. Wir sind auf einem Ponton oder wie heißt das? Ja, so ein schwimmenden so ein schwimmendes Anleger. Ding hier. Guckt euch das auf den Boden, dann seht ihr es. Genau. Ja, wir haben gerade eine zweistündige XXL-Fahrt mit Barkassenmeier gemacht. Genau, war sehr gut. Das Schiffchen sieht man im Hintergrund noch. Genau, ja. Mit dem Zugführer. Mit dem Schiffsführer. Mit dem Schiffsführer. Zugführer. Hat 25 Euro gekostet. Und wirklich lohnenswert. Also ja. Wir waren bis hinten in den, wie heißt das? Das ist nicht der Waltershof da hinten, Kai. Da, wo die ganz großen Containerschiffe sind. Genau. Es war richtig lustig. Und 2 Stunden sind total schnell vergangen. Und mir wird langsam schlecht hier. Auf dem Boot war das ja toll, aber jetzt hier ist das leicht schlimm. Landen. So, jetzt gucke ich mal, ob ich das auf der anderen Seite mache, weil ich glaube, von der Seite gefällt es mir besser. Nee. So, wir haben es jetzt 13 Uhr. Ja, wir suchen uns jetzt erstmal eine Bratwurst oder irgendwas Leckeres. Genau, jetzt sieht man aber auch, ehrlich, Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, weil ich habe das jetzt einfach nur auf dem Boden gehalten und ich finde das sehr wackelig. Ja. So, ja, wir suchen uns was zum Essen jetzt und dann schauen wir mal. Bis später. Bis später. Wir sind jetzt vor Landungsbrücken und wollen jetzt zum Airport mit der S1. Eigentlich wollten wir zum Dings fahren, den nennt sich das zum Dom, aber der macht das um 15 Uhr auf. Nochmal machen wir den Spaß nicht mit. Nee. Und ja, gucken wir uns den Flughafen an und werden zu einem gewissen Laden fahren mit goldenen Bögen, weil da gibt es ein gutes Eis. Jo. In diesem Sinne, bis später dann. So, wir sind jetzt am Hamburger Flughafen, weil wir ja Nautik und Aeronautik verrückt sind. Und Wetter wird auch besser. Besser wird, ja, das ist ganz gut, dass das Wetter besser wird. Die Sonne scheint. Kann man hier ganz gut sehen. Kann ja nicht nur die ganze Zeit regnen, wenn wir, wenn ich Geburtstag habe. Und jetzt warten wir darauf, dass diese blöde Eurowings da hinten mal losstartet. Aber sie kann nicht starten, weil da landet gerade noch ein Flugzeug. Und zwar auch eine Eurowings. Hätte ich jetzt auch gesagt.
Wir sind jetzt auf dem Hamburger Dom, haben es vom Flughafen zum nächsten Highlight hier in Hamburg geschafft und laufen jetzt hier mal rum. Das letzte Mal, wo wir hier waren, war es eindeutig leerer. Ja, weil es auch zu war. Ja, aber naja, wir gucken mal, dass wir jetzt hier ein paar bewegte Bilder hinkriegen, dass wir ein bisschen umherlaufen und mal schauen, was der Dom hier so zu bieten hat. Genau. Das war unser Dombesuch. Haben ein paar ein bisschen gefilmt. Gegenüber ist das Zwick. Da hat mal die Sendung stattgefunden. Ich kipp einen nach oder sowas in der Art. Mit Hella von Sinn und Hugo Johann Walder. War ein totaler Flop. Ich glaube, in die Richtung weiß jeder, was es ist. Die sinnigste Meile Hamburgs. Mit einer Garage, wo selbst unser Bulli reinpasst. Ja, aber es ist sehr, sehr eng. Aber wir würden es nicht normal tun, weil das hören wir unserem Bulli nicht. Also die meisten kommen in dem Parkhaus mit dem Polo nicht klar. Also man muss schon mit Autos umgehen können. Also wie die meisten, also nicht. Genau. Wir sind jetzt hier am Tropeninstitut, das haben wir auch ja gelernt, ne, bei der Fahrt. Genau. Und zwar, ich weiß nicht, ob das jetzt spiegelverkehrt ist, wenn ich das so halte, aber wenn, habt ihr Pech gehabt. Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, die Bernhard-Nocht-Ambulanz-Institut für Tropenmedizin. Das heißt, wenn ihr irgendwelche tropischen Krankheiten habt, wird das hier wahrscheinlich untersucht. Alle Angaben natürlich ohne Gewehr, logischerweise. So, wir machen uns jetzt auf den Wege und aufpassen, dass wir nicht in die Kacke laufen hier. Ja. Und zwar auf den Weg zu unserem Abendessen, was super tollerweise, dankenswerterweise, danke dafür, gesponsert bei Mutti und Papi ist. Mhm. Ja, das lassen wir uns natürlich jetzt auf dem Munde zergehen. Und ja, dann wollen wir mal schauen, was es wird. Eigentlich wissen wir es schon. Wir fahren jetzt nämlich zum Jungfernsteg, glaube ich, heißt das. Stieg, ja. Stieg. Und da gibt es ein Steakhouse. Und da werden wir jetzt lecker Abend essen. Und dann auch den Tag irgendwann ausklingen lassen. Denn ich war heute doch schon wieder sehr früh wach. Ja, wir müssen dann ja wieder rüber sozusagen aufs andere Ufer und dann dabei dachte ich, er wäre vom anderen Ufer. Ja, aber wir fahren auch hin jetzt. Genau, also später nachher. Dann genau, und dann werden wir wieder unseren Schlafplatz einnehmen. Genau, leider Gottes kommt kein Kreuzfahrtschiff heute raus, denn das haben wir schon gesehen. Die Aida Luna ist heute im Hafen und der nette von Meyer-Barkassen hat uns erklärt, weil haben wir gar nicht darauf geachtet, dass die Rettungsboote da fehlen. Aber sie fehlten da wirklich. Und jetzt machen wir einen Schwenk. Tada. Fliegen Beine auf die Fresse und da ist die Aida Luna im Trockendock. Ja, sie ist schon sogar angekommen dort. Genau, das ging ruckzuck, aber wohin war es noch oben? Jetzt schwimmt es noch. Ja, aber wenn man sieht, es hebt sich. Ja, ganz langsam ist es halt noch im Wasser. Es ist noch nicht ganz draußen. Nein, nein, es hebt sich ganz langsam. So, und wir, glaube ich, müssen auf der anderen Straßenseite, weil hier geht's runter. Korrekt. Ja, nicht hier, auf der anderen da müssen wir runter. So, das heißt, wir machen uns jetzt auf den Weg und dann melden wir uns aus dem Restaurant. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Das entscheiden wir spontan. Auf jeden Fall werden wir das Essen wieder filmen, weil das muss einfach sein. Ja, und schon ist das Video schon wieder am Laufen. Da sehen wir jetzt die Aida Luna im Trockendock. Ungefähr 2 Wochen ist sie drinne. Soll grundlegend modernisiert werden. So wie die Bella
Keine Ahnung, die anderen sagen Bella Ciao, Bella Ciao. Nein, so heißen sie nicht. Ja, und dann haben wir da hinten Dock 10. Soll es gute Fischbrötchen geben? Ich weiß nicht, ich mag kein Fischbrötchen. Und jetzt geht es Richtung Restaurante. Wir sind jetzt Jungfernsteg angekommen und filmen erstmal die ganzen Autofahrer hier. Aber unser Restaurant, wo wir wollen, geht da noch geradeaus runter. Da an wollen rechte wir Hand. Rechte Hand. Wir können auch gleich hier gleich über die Ampel gehen. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir überhaupt einen Platz wieder kriegen. Vielleicht heißt es im Moment anstehen. Hat dieser Schuft mich doch gerade Dicky genannt? Ja, wenn du mich wegschubst. Ja, unfassbar. So, wir sind wieder in Finkenwerder angekommen. Theoretisch könnte man sagen, wir sind in der Art der da gefahren. Weil es hat dieselbe Farbe. Sie steht bloß... Da irgendwo? Ja. Nee, da. Da ist sie. Da ist sie. Genau. Unsere war die Hafen City, mit der sind wir jetzt zurückgekommen. Und man glaubt es kaum, wir haben heute noch Sonnenschein erlebt. Ja, es war eine sehr, sehr schöne Rücktour. Jetzt wird es langsam dunkel, ja, die Sonne geht langsam unter, aber... Es ist auch gleich um 8, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Naja, ja. Halb 8. Halb 8 ist es. Aber das kann man sagen, ist eine vernünftige Uhrzeit. Und wie gesagt, auf dem Dom heute noch gewesen, ja. Beziehungsweise... Im letzten Video, wie gesagt, ich habe keinen Plan, wie ich das schneide. Ihr werdet das einfach sehen. Und ich glaube, ich hatte heute einen sehr, sehr, sehr schönen Geburtstag. Das ist wichtig. Lecker Essen gehabt. Nochmal danke an Mutti und Papi für die Einladung. Wir haben uns das munden lassen. Ja. Ja. Jetzt hoffen wir, dass der Bulli noch steht. Sonst haben wir gleich noch ein richtig Action-Video hier. Aber ich hoffe nicht, dass es so weit kommen muss. Und ist abgesperrt, von daher. Ja, sollte alles gut sein. Ja. Ja. So viel zum Thema, ob er es noch schafft. Das Schiff steht immer noch, weil da ist gerade einer runtergerannt. Ja. Und wir haben gedacht, na, schafft das nicht. Er hat es geschafft. Eindeutig geschafft. So, jetzt muss ich ich muss einmal drehen, weil das geht in den Arm. Ich bin so schwach. Muskeltraining hier. Ich bin so schwach. Ihr geht's, da müsste man gegentreten. Nein, sonst will ich. So, noch was, was wir sagen wollen? Nö, wir machen uns jetzt auf den Weg zu unserem Auto und werden dann zu unserem Schlafplatz fahren. Genau, ab nach Gründeich und dann melden wir uns nochmal. Genau. Das ist hell, ne? Genau, aber das stört mich nicht. So kann man wenigstens in dem Video sämtliche Falten sehen, die ich seit heute habe. Denn mit 36 geht das Leben gerade erst los. Ja. Natürlich weiter. Ja, es war ein schöner Tag, den wir verbracht haben. Erstmal mit dem tollen Frühstück. Dann ging es ja weiter mit der Fährfahrt nach zu den Landungsbrücken. Was haben wir dann gemacht? Da hatten wir eine schöne, wie nennt sich das, Hafenrundfahrt. Und zwar nicht beim Proktologen, sondern wirklich durch den Hafen. Ja, was haben wir dann gemacht? Flughafen, weil wir sind ja auf Flughafen spezialisiert, sondern haben einfach eine Macke und fahren dahin. Den Dom besucht, lecker gegessen, also für mich war es ein wunderbarer Geburtstag. Das Beste ist ja, dass mein Mann mit dabei war. Der Tag ging schnell vorbei, sehr schnell sogar. Genau. Zu schnell. So schnell, dass wir vergessen haben, in die Speicherstadt zu fahren, wo wir noch Kaffee kaufen wollen. Ja, ich brauche dringend Kaffee. Ja, wir werden dann morgen ganz einfach mit dem Auto, nachdem wir... gefrühstückt haben, geduscht haben, dann fahren wir halt in die Speicherstadt, holen noch den Kaffee und dann geht es ab nach St. Peter-Ording. Da freuen wir uns, glaube ich, beide tierisch drüber. Ja. Ja, sonst, glaube ich, können wir nur sagen,
Wir machen uns langsam Bettgeh fertig, entspannen noch ein bisschen, trinken noch ein Wässerchen und dann schlafen wir und dann sehen wir uns morgen wieder. Ich würde behaupten, dass das auch einer unserer letzten Takes für die erste Folge wird, weil das könnte schon wieder so ewig lang dauern. Jo. Also freut euch auf den zweiten Teil und wundert euch nicht, wenn ihr dieses Video jetzt gesehen habt, obwohl wir gerade in Hamburg erst angekommen sind, weil, wie gesagt, ich weiß nicht, was wir an Aufnahmen hatten. Es kann sein, dass ich viel früher schon stoppen muss. Und dann heißt es natürlich liken, abonnieren, kommentieren, teilen, einfach alles machen, was man mit YouTube-Videos halt so macht. In diesem Sinne, bis zum nächsten Teil.